Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Ihr habt schon im Titel gelesen, heute schauen wir uns nach langer Zeit wirklich endlich mal alle Ruderboote etwas genauer an. Fährst du vorbei, mein Freund, oder sollte ich mir Sorgen machen? Und damit nochmals herzlichst willkommen. Wir packen es heute endlich mal an. Zusammen schaffen wir das. Und ja, ich drücke mich jetzt mal nicht mehr davor. Diese Ruderboote, ja, dieses Video besser gesagt, werden wir heute gemeinsam in Angriff nehmen. Und ja, dass wir uns das auch mal genauer angeguckt haben. Das wollte ich ja schon seit langer Zeit machen. Ich verdiene viel Schimpfe, sorry. Schlagt mich nicht zu sehr. Und ja, Thema Ruderboote, kann ich sagen, empfiehlt sich immer. Ob ihr jetzt allein spielt, zu viert spielt, auf einer Galeone spielt, auf einer Schaluppe spielt, etc. PPP, da hinten kommt ein Schlawiner. Ich würde sagen, es lohnt sich, immer ein Ruderboot mitzunehmen. Aus mehreren Gründen. A, es gibt drei verschiedene Ruderboote, je nachdem, was man haben will, in Anführungszeichen. Aber es gibt auch zwei verschiedene Güteklassen. Das heißt, ein stinknormales Ruderboot, das keinerlei Ausrüstung hat, dann zwei Ruderboote, die jeweils ein Geschütz an Bord haben. Das muss man auch natürlich abwägen. Die Ruderboote, die ein Geschütz an Bord haben, die sind natürlich deutlich spannender als die, die keins haben. Da ist eine Schlawiner. Was für eine Flagge hat der? Convex Kibbelz 69. Fährst du vorbei, mein Freund, oder sollte ich mir Sorgen machen? Ich sehe leider nicht, was für eine Flagge der da hinten trägt. Oder will er da nur die... das Treibgut aufsammeln? Kann natürlich auch sein. Ich rieche was. Ich rieche wirklich jetzt was. Moment. Ich rieche was. Kurz. Schnell. Segel hoch. Anker hoch. Direkt. Ich muffel was. Da muffelt wirklich gewaltig was. Sorry wegen dieser kleinen Unterbrechung. Wir geben mal Gas. Wir turnen gleich mal nach rechts. Das heißt, Segel komplett nach rechts. Zack. Und voll einschlagen. Dann sehen wir ja, ob er uns folgt. Wenn er uns folgt, ist er feindlich gesinnt. Wenn er uns nicht folgt, ist er nicht feindlich gesinnt. Aber ich schätze mal, der ist feindlich gesinnt. Man will einmal ein Video machen. Einmal. Ihr seht, wie schwer das ist, dieses Video. Der steht da schon am Geschütz. Dieses blöde Video wirklich einmal zu machen im Leben. Das kann man keinem erzählen. Und es ist immer wieder Neues. Immer wieder Shenanigans. Vielleicht will er auch nur an die Insel ran. Ich guck mal kurz ressourcentechnisch. Zack. Bretter haben wir. Munition haben wir auch. Der kommt hinter uns. Ach man, ich will nur einmal dieses blöde Video machen. Sorry. Hey, das gibt's die 1, 2. Hä? Ja gut. So, zack. Ich will nur einmal dieses blöde Video machen. Ich will gar nicht mich mit dem bekämpfen. Was ist denn das? Ich will mich gar nicht mit dem bekämpfen. Ich will mich mit denen gar nicht messen oder in der Art. Oh mein Gott, kotzt mich das jetzt an. Winkel einschätzen. Abtauchen. Ah!
Verdammte Axt! Da habe ich schlecht gespielt. Ach Mann, mich... Ist einer der Gründe, warum ich wirklich kaum noch SOT spiele. Man kann nicht mal 5 Sekunden irgendwas anderes machen. Es kommt immer irgendein Trottel dahergeschissen, der meint... Muss ich was denken? Ich habe nicht mal irgendwas davon, aber was denke ich mal? Sorry, ich bin schon wieder zu aggressiv. Okay, das sind auf jeden Fall Noobies. Vielleicht haben die es jetzt als Warnung verstanden. Wir können jetzt unseren Scheiß weitermachen, oder nicht? Segelt ihr weiter jetzt hier so? Jetzt muss ich da aber aufpassen, wir müssen da ein bisschen eindrehen. Es regt mich halt auf. Man hat halt echt hier von nichts. Die sehen, ich fahre von den Außenposten weg. Wie viel Loot kann ich haben, wenn die sehen, dass sie von Außenposten, von Plunder, bis dahin bin ich gefahren. Und da bin ich nur angehalten, weil ich gesehen habe, oh, da gibt es ein Ruderboot. Und ich habe schon eins zufälligerweise an Bord. Wie cool ist das denn? Da brauche ich ja nur noch eins suchen, mit meinem Glück. Aber nö. 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 Es ist halt einfach nicht fest. Ich kann es nicht mehr entspannt spielen. Das ist echt mein Problem. Ich kann verstehen auch, warum viele Leute auf Allianz-Server spielen. Weil die halt einfach ihre Ruhe haben wollen. Regt mich das auf. Was machen wir jetzt? Das Ding ist, ich bin halt einfach in Unterzahl. Wir probieren mal das hier, Waffenruhe. Ob die es dann verstehen? Wahrscheinlich nicht. Ich verstehe aber nicht, die haben doch da nicht mal eine Dicken. Was ist das für ein Flak? Das aufhören, das ist ein Sturm. Wenn wir ein bisschen nach rechts abdrehen, Segel noch mal ein bisschen justieren, dass wir geradeaus fahren. Könnte uns das hier noch mal einen kleinen Boost geben, weil ins Gewitter will ich nicht. Einfach nervig wie Sau. Huch, jetzt bin ich runtergefahren sogar. Wie ein Noob. Das Ding ist, ich bin auch eingerostet wie Sau. Entschuldigt, ich kann kein krasses Gameplay bieten oder irgendwie sowas hier. Das Ding ist, ich bin halt einfach ein alter SOT-Rentner, ein alter Sack. Das ist halt echt das Einzige. Und wenn die Leute hier, die können halt nur Blunderbuss machen. Das ist halt leider dieses blöde Game. Ich hätte es jetzt an den Felsen fahren sollen. Die haben null Skill mit normalen Schusswaffen. Die haben null Skill mit Schwertwaffen. Die können nur Blunderbuss und Sniper machen. Und das aus nächster Distanz. Das kotzt mich so an, wie sehr SOT diese Skillbasis in den Dreck reingedrückt hat. Richtig so rein. Richtig in den Schmutz, richtig Schmutz. Sie können nichts. Das sind Lappen hochziehen. Sorry, wenn ich das so sage. Und ich tue jetzt hier keine Glanzperformance oder sowas. Hier aufzeigen in der Art. Oh, es regt mich halt einfach so auf. Das ist so Lappen von Spielern, sich irgendwie sowas einbilden. Mann.
Mein Gott, ich will hier nur ein Video machen, bei dem ich zeige, oh, so, das und das müsst ihr jetzt hier bei bedenken und da. Und dann kommt da wieder so Vollidioten, so, der wird ja wahrscheinlich viel Loot haben, wenn er von den Außenposten wegfährt. Meine Gott. Also ein bisschen, auch wenn es Kiddos wären oder irgendwie sowas, ein bisschen Hirnkrebs muss man doch haben. Mein Gott. Und wenn ich sehe, dass da dreimal einer an Bord kommt, ohne dass ich den aufhalten kann, großartig. Okay, die haben mich auch aufgehalten. Aber sehe ich da nicht, dass der schon eine große Gegenwehr hat. Aber ich glaube, wir haben die jetzt nicht ganz. Da drüben sind sie. Ja, drauf zeigen bringt nicht. Alter, ich vertipp mich hier dauernd. Es ist halt nervig. Ich glaube, ich wechsle einfach den Server, weil ich habe keine Energie. Ehrlich, ich wollte jetzt wirklich nur so ein gechilltes Video machen. Ihr müsst jetzt das und das hier beachten. Ihr müsst jetzt das und das da machen. Das und das Ruderboot bevorzuge ich, etc. ppp. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mich mit denen irgendwie zu messen. Weil die halt so unterhalb der Gürtellinie vom Skill sind. Da habe ich keine Lust. Wie ihr sagt, wer sich da reinfuchsen will ins Spiel etc. pp. Ich sag nichts, ne? Klar will man das nutzen, was am besten ist. Klar will man das nutzen, was am krassesten ist, dass man die maximalsten Chancen hat. Aber ich sage auch ehrlich, es ist einfach nur Kacke. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück. Fahren wir ja an den Punkt nochmal zurück. Aber wie ich es gerochen habe, ich habe es gerochen. Vor allem, aber die haben ja nicht mal eine Reaper-Flagge oder irgendwie. Es ist halt einfach so. Echt in Spire sind wir jetzt. Gottes Willen, ich bin. Wir müssen eigentlich nach Plunder hier runter. Da waren wir. Lookout Point. Es ist nur nervig. Ich glaube sogar, wir haben sie jetzt abgehängt. Mein Ziel ist es jetzt nicht, da ja jetzt 5 Millionen Leute zu versenken. Entschuldigt, wenn ich hier ein bisschen jetzt aggressiv geworden bin, aber das ist das wirklich, was mich so dermaßen in SOT ankotzt. Und ich zähle immer zu denen, die das maximale Glück haben. immer. Direkt 5 Minuten ins Spiel zu sein und dann kommt irgendjemand her und will einen direkt versenken. Egal, ob man am Außenposten steht, egal, ob man vom Außenposten wegfährt, das ist natürlich sehr logisch, dass man sehr viel Loot hat. Na? Ja, gut. Ich glaube, ich habe den einen auf die Nase verpasst. Und jetzt ist es auch gut. Wie gesagt, das soll jetzt keine Hasspredigt oder was weiß ich hier sein. Aber ich kann es halt wirklich verstehen, wenn halt Leute deswegen wirklich sehr frustriert sind und sehr angepisst deswegen. Und ich kann auch verstehen, wenn viele Leute einfach fordern, okay, yo, wir wollen jetzt, einfach PvE-Server. Kann ich dann wiederum nicht verstehen, warum dann SOT nichts macht. Dann kriegt man halt einfach bei PvE-Servern, auch wenn es, ich sag mal ehrlich, 75% weniger Loot ist, die Leute würden halt trotzdem drauf spielen, die wirklich einfach nur ihre Ruhe wollen. Das heißt, dass man jetzt von der Athena-Truhe jetzt keine, was weiß ich, wie viel kriegt man für eine Athena-Truhe? 10.000, oder? War doch so. 10.000 bekommt. Und dass man halt, was weiß ich, nur noch 2.500 bekommt oder irgendwie so. Ist halt nervig. Oder halt von anderen Sachen, dass es halt wirklich um 3/4 runtergeschraubt wird. Von Erfahrung, alles Mögliche. Und dass halt
bei dem anderen Modus dann, beim PvP-Modus, dass es halt dann einfach wirklich die Gefahrenzulage ist, die man bekommt. Da würden dann sich trotzdem auch genug Leute überlegen, ja gut, mach lieber PvP, da kriege ich mehr, ne? Aber die Leute, die wirklich nur eine Torte spielen wollen oder andere Sachen machen wollen, die haben halt dann einfach ihre Ruhe. Wir schießen uns jetzt mal nach da oben. Da seht ihr mal einen Rentner, wie er es macht. Ich weiß, meine Tipps und Tricks, die sind nicht alle richtig, aber die sind halt aus meinen Erfahrungen entstanden, das ist einfach so. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt hier nichts auf Ultra-Einstellungen, das heißt, ich habe jetzt hier nicht ultra krass, ja, die und die Einstellungen muss man haben für die Mausgeschwindigkeit und alles, das ist perfekt und die Sichtweite muss ich maximal haben, dass ich ja der krasseste im PvP bin und bla 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 bla, das ist mir einfach zuwider. Sei ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Aber naja. Entschuldigung, wenn ich mich damit aufrege. Ich habe kein Problem mit PvP, aber in SOT ist es... Es ist halt einfach so... So übel manchmal. Und ich habe auch mitbekommen, bei der Schaluppe... Ich wollte es eigentlich bei denen ausprobieren, als die uns angegriffen haben... gibt es jetzt auch momentan einen Bug. Ich weiß nicht, ob der wieder raus ist oder noch drin ist. Das heißt, dass man vorne schwimmt und hier befinden sich die Harpunen und das Schiff in den Wellen reingleitet, dass man die Harpune einfach schnappen kann, vom Wasser aus. Das heißt, dass man die auch von vorne entern kann. Ach, komm. Und garm! Wo sind denn die Schlawiner? Gerade sehe ich sie nicht. Wage dich zu dem Kampf des Ebers auf dem grasbewachsenen Hang gen Süden unweit des Schatzes und Grab in 9 Schritten gen Südosten oder du verpatzt es. Das reimt sich nicht so geil. Ebers. Wage dich zu dem Kampf des Ebers auf den grasbewachsenen Hang gen Süden. Das ist das hier der Hang normalerweise. Auf dem. Ist auch nicht in der Höhle. Eber, 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 Eber. Was machst denn du hier? Grasbewachsenen Hang. Wir sind hier im Südwesten, also Süden ist hier. Das ist hier der Hang. Eber. Wahrscheinlich ist der Hang hier jetzt gemeint. Da ist der Eber. Sei doch, um wohin sollen wir da jetzt hier? Grabe 9 Schritte gehen Südosten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Circa. Falsch. Hier dann. Hier dann. Okay, dann nochmal genau. Südosten 9 Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Passt doch hier. Bleib du mal gechillt da unten. Südost. Südost, wenn man zwar das Süd überlegt. Bleibst du mal gechillt? Bleib. Südost. Also hier. Alter, muss ich dich jetzt echt kalt machen? Wow. Warum ist der so viel schwächer als der andere? Haben die so downgegradet? Süd-Südost ist hier.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Circa. Naja. Haut hin. Ne Drüche. Und natürlich Spot. Instant 2. Komm. Komm. Nimm sie mit. Huhu. Keine verlierte Ruhe. Nervt ein bisschen, okay. Eigentlich auch nur Müll, was da drin ist. Schade. Keine Foliantentruhe. Die Insel wird jetzt von zwei Monstern heimgesucht. Das ist auch so ein nerviges Spielelement. Ihr wollt einfach an der Insel mal angeln und spawnt andauernd Gegner. Ja, das soll ein bisschen alles gefährlich machen, aber wenn man einfach nur mal angeln will. Da schon viel. Warum sind hier drei Captains? Das macht hier gar keinen Sinn. Warum ist die Spawnrate hier so hoch? Komm, Captain, 5 Pieces West. Das ist ein Entwicklername, dass die auseinanderhalten können. Wie putzig, ey, Rare, come on. Oh, wo habe ich die Truhe? Hilfe. Das macht manchmal echt Kopfschmerzen jetzt. Den können wir rausschmeißen, das ist Müll. Oh Gott. Also hier kann man sich jetzt dumm und dämlich fahren. Jetzt haben wir schon wieder eine neue Karte. Mensch, wie cool ist das hier? Also das Spiel ist manchmal wirklich sehr lustig. Sehr komisch. Ihr könnt mich aber, hoffe ich, jetzt auch ein bisschen verstehen. Weil es ist nicht immer so alles so einfach, wie es scheint. Verkaufen jetzt alles. Und dann, glaube ich, war es das von dieser Folge. Heute werde ich es nicht mal probieren. Ich werde es, glaube ich, nächste Woche nochmal probieren. Vielleicht. Darf ich dann mal ein Video zu den Ruderboot machen? Ich mache jetzt ja auch nicht die Skelett-Captains andauernd. Auf den Almosen bin ich auch nicht angewiesen. Ey, die sind ja immer noch da. Nee, das ist ein anderes Schiff. Wisst ihr, woran ich das gemerkt habe? A, die haben oben kein Segel. Keine Flagge. Und B, die haben auch keine andere Flagge dran. Welche Richtung? Da müsste doch jetzt... Nord. Da. Necrotis Fortress. Nordost. Voll eindrehen! Steuerbord! Hart Steuerbord! Hart eindrehen! Ein bisschen mehr Gas geht's besser, wenn man zu zweit ist, geht's ganz geil, aber. Manchmal kann man so wirklich schön den Winkel justieren. Hart nochmal eindrehen, Backbord, Segel justieren. Wieder vorhin. Man muss halt wirklich früh genug eindrehen immer. Das ist das Geheimnis. Wissen, wann man wie was macht. Das bekommt man nur, wenn man spielt, wenn man richtig spielt. Zack. Jetzt könnte ich verstehen, wenn man angegriffen wird. Oh, der Typ war lange bei einer Insel. Jetzt könnte ich mal was haben. Und nicht so, der Typ fährt vorne den Außenposten zu einer Insel. Der hat garantiert viel Loot dabei. Garantiert. Jetzt kommen wir langsam hin. Reicht das nicht? Könnte sogar reichen. Können jetzt trotzdem noch ein bisschen ranziehen. Geht's ein bisschen schneller. Tack.
Anker setzen. Ja komm, machen wir einfach mal so. Blöd hingefahren. Ich hätte einfach nur noch mal die Schnauze randrehen sollen, aber egal. Guten Tag. Das ist wirklich der große Vorteil. Warum? Eigenes Schiff. Man braucht halt wirklich nirgendwo mal hinlaufen. Das ist Vorteil A und O. Blub, kriegen wir ein paar Almosen rein. Wie der aufgeteilt wird, habe ich jetzt auch nicht drauf geguckt. Das ist ja ein Item, was man an jeden abgeben kann. Zack. Großzügiges Geschenk. Auch einer und zack. Naja, da kommen wir nicht rüber. So. Einmal hoch. Ein Schädel. Zwei Schädel. Dürfen wir das da auch bei dir abgeben? Nein, natürlich nicht. Bring es zum Schnitterversteck. Gut, dann lege ich es dir mal hier hin. Schön hindekoriert. Dachte ich doch, war doch Schnitter. Aber steht jetzt wenigstens eine Meldung hin. Drin. Oder dran, besser gesagt. Dass sie es nicht haben wollen. Zack. Und soll jemand anders hier sein Glück versuchen? Das Spiel, es ist manchmal wirklich einfach zum Zähneknirschen. Und ja, ich würde mich trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Moment, falscher Emote. Und ja. Ich entschuldige mich trotzdem nochmal, dass ich ein bisschen aggressiver war, aber sowas ist halt. Es ist halt echt nervig. Man nimmt sich Sachen vor und dann kann man sich umsetzen. Aber egal, wir werden das Video schon noch machen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.